Hier liegt der. Nein. Hund begraben. Ausrufezeichen. Hinten drauf. Und vorne drauf. Die Reihe geht. Reihe geht rapide vor die Hunde. Hallo Freunde, willkommen in einer neuen Folge Minecraft, in der der Quanox und ich jetzt endlich mal wieder bauen. Darauf freut ihr euch ja Nein, das wunderbar. hatte ich eigentlich gewollt. Wir wollten doch. Ah, egal. Was? Dann helft ihr jetzt mal beim Bauen, damit das hier schneller vorangeht. Ich mache hier oben mal Holz hin, okay? Wieso, was wolltest du denn machen? Ja, ich bin fertig mit Bauen in meinem Haus. Ja, ich nicht. Ich mache alles viel bedachter als du. Danke, apropos bedacht. Was wollte ich jetzt hier? Ah, genau, ich wollte draußen irgendwas machen. Lass uns mal beide pennen. Ich habe keinen Bock, mit den Viechern zusammenzustoßen. Ja, Mensch. Ich habe übrigens zwei auf meinem Battlefield 4 gemacht Aha. und die eine davon, da war ich so müde, dass ich einfach nur nichts geschissen gekriegt habe und die deswegen nicht veröffentlichen will. Und die zweite hat Fraps mal wieder hier diesen typischen Bug gehabt, dass es nicht mehr auslesbar war später. Also immer, dass da, wenn du auf F12 gedrückt hast, dann am Ende der Folge hat er einen kurzen Hänger gehabt und dann am Ende war es nicht mehr lesbar, die Datei. Hatte ich noch nie, muss ich sagen. Na, du hast auch noch nie was wirklich grafisch Anspruchsvolles aufgenommen. Hast du eine Ahnung? Was da zum Beispiel? Ich habe so einiges schon aufgenommen. So Blacklight zum Beispiel habe ich mal versucht aufzunehmen, aber gut, ich meine, du bist was grafisch Anspruchvolles, da denkst du natürlich sofort an Crysis, Battlefield 4 und die ganzen einschlägigen Dinger. Ja, klar. Aber ich finde, Blacklight hat auch seinen Reiz, was die Grafik betrifft. Ja, klar. Naja, man muss auch immer unterscheiden zwischen grafisch ansprechen und einfach nur irgendwie falsch geplant, wie Call of Duty die ganzen Keyframes falsch setzt. Apropos Call of Duty, sag mal, hast du irgendwie Schilder von mir gesehen? Ich hatte irgendwann mal Schilder gemacht wegen diesem fucking Grabstein und ich möchte eben noch einen Grabstein hinzufügen und zwar für Call of Duty Ghosts. Das ist nämlich bei uns so ein Running Gag geworden und zwar aufgrund eines Videos von Alt-F4 Games. Der hat einen. Nicht aufgrund dessen, dass es insgesamt kacke, das Spiel, Ja, auch wenn du das ist. FFG. Das ist. Es ist insgesamt kacke, aber eben, wir haben es eben saumäßig gefeiert, diesen Trash. Oder wir haben sau gefeiert, wie er Call of Duty Ghosts fertig gemacht hat. Und aufgrund dessen möchte ich ihm einfach mal einen Grabstein widmen, allerdings beziehungsweise dem Spiel einen Grabstein widmen, aber im Hinterkopf immer behalten, dass der Typ das sehr gut beschrieben hat, das Spiel. Ja. Sag mal, ich hatte doch hier irgendwo Schilder. Ich wusste, ich hab, ich weiß, ich habe hier irgendwo. Na, habe ich, okay, dann mache ich mir neue. Ich baue dir hier gerade Holz ab, damit du dann mal endlich weiterkommst mit deinem Scheißhaus. Mit meinem Scheißhaus, das wird noch das schönste Haus von Minecraft. Ich sag dir, das feiern die Fans irgendwann. Ich hoffe, dass ich dann. Könnte sein, dass ich gerade. Keine Doch, Ahnung, was Moment, du dann muss ich gerade. vielleicht hier Blöcke bisschen höher stellen. Hier den Sound. Was ist das hier eigentlich? Das ist auch merkwürdig. Wo ist denn hier? Besser. Obwohl auch nicht ganz. Entschuldigung, dass hier gerade. Du weißt, ich bin Perfektionist. Bei mir muss das so lange dauern. Entschuldigung, wenn das hier gerade etwas langweilig ist, wie ich meine Einstellungen hier konfiguriere, aber ja. Das ist mir jetzt egal. Dachte, ich hätte noch so Dinge gehabt, aber Sag okay. ich höre momentan nicht, wie ich den Block abbaue. Ja, Soundeinstellungen, die sind sowieso in Minecraft. Dass sie sich jedes Mal resetten, das finde ich so dermaßen scheiße. Die Blöcke sind ja eh extrem, also habe ich so das Gefühl. Blöcke auf 100% und Gesamtlautstärke auch auf 100%, muss ich immer den Rest noch ein bisschen leiser drehen. Obwohl, das lasse ich jetzt erstmal so. Ich habe mir sowieso überlegt,
wenn diese Grabsteine sich jetzt auch langsam häufen, dass wir dann irgendwann mal einen Friedhof anlegen. Also, Call of Duty. Passt das an eine Zeile? Das wäre gut. Ghost? Scheiße, das passt nicht in eine Zeile. Ne, was kann ich denn wegschmeißen? Na, das Ghosts? Ne, das muss eigentlich hinten drauf. Oder? Nee, der Name ist mal vorne drauf. Oder wie sind diese Grabsteine? Ich war schon ewig nicht mehr vom Friedhof, muss ich sagen. Also Grabsteine sind so, dass vorne was drauf steht und hinten steht meistens überhaupt nichts drauf. Also. Doch, das ist manchmal so. Aber egal, du weißt. Egal. Ghosts. Hier liegt der Hund begraben. Hier liegt der. Nein. Hund begraben. Ausrufezeichen. Hinten drauf und vorne drauf. Die Reihe geht. Reihe geht rapide vor die Hunde. So. Wer jetzt mit diesen zwei Sätzen überhaupt nichts anfangen kann, der schaue bitte das Review zum Call of Duty Ghosts von Alt F4 Games. Es ist wirklich mehr als lustig. Nehmt 50 Minuten Zeit und dann... Es lohnt sich. Vor allem als Battlefield-Spieler lohnt es sich. Ja. Da sagst du was. Aber ganz ehrlich, Gario, du Freeware-Junkie. Jetzt hast du dir auch noch Battlefield 3 geholt, aber Battlefield 4, das holst du dir nicht. Das kostet dir zu viel oder was? Ich bin ein Freeware-Junkie, oder? Ich bin einfach ein Geizhals. Das eher. Alter Friede, was willst du mit dem Geld, was du dadurch sparst, später mal machen? Weiß nicht. Vielleicht kaufe ich mir ein Hotel davon. Von den 50 Euro, die du dann sparst? Naja. Du musst aber ein ziemlich billiges Hotel finden. Client 4 macht auch Mist. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Wir hatten ja schon mal das Thema Geld. Weil ich meine, grundsätzlich kann ja jeder immer Geld brauchen, oder? Und ich meine, wenn ich einfach keine Zeit oder keine Lust habe, mir was zu kaufen, weil dann müsste ich erstmal wieder checken, wie das online irgendwie was bezahlen geht. Und darauf habe ich schon überhaupt keine Lust. Na, ich kann es ja auch bezahlen. Das ist ja nicht das große Problem. Ja, genau. Ich stelle dich als meinen Sekretär ein und dann bezahlst du mir alles. Nee, Quatsch. Ja, das mache ich doch gerne. Na. Du musst ja einfach nur einen PayPal-Account anlegen und dann kann ich dir so viel Geld schicken, wie du willst, solange ich es bar wieder zurückkriege. Ja, ja. Egal. Ich bin erstmal mit dem Anzahl an Spielen, die ich überhaupt habe, bin ich erstmal zufrieden. Und dann muss ich erstmal mich um die Rechte kümmern. So, und wenn ich sie Let's Playen möchte. Dingenskirchen. Also, wie schon gesagt, bei EA musst du dich um keine Rechte kümmern, aber egal. Hier soll Holz hin. Ja, hier überall soll Holz hin. Decke und das, wo überall noch Erde ist, soll Holz hin. Danke, dass du übrigens mitbaust. Was wollten wir jetzt noch machen? Ja, das muss doch irgendwann auch mal fertig werden. Naja, fertig wird's jetzt auch mal, muss ich mal den Keller bauen. Genau, da wollte ich ja eine Lagerstätte für einrichten. Wir wollten aber auch mal auf große Lightstone-Tour gehen, fällt mir ein. Nee, wir wollten eigentlich jetzt mal wieder auf Höhlentour gehen. Da hätte ich ja nur so richtig Lust drauf. Das können wir auch mal machen, ja. Ach Mist, jetzt sieht das hier oben ein Loch in der Decke. Das muss aber wieder stopfen. Das ist auch nicht so schön. Dann müssen wir das noch eins tiefer legen. Naja, gut. Legen wir eins tiefer. Ich meine, wir haben eine verzauberte Spitzhacke, dann geht es schon. Ich habe hier die optimale Bauweise gewählt. Die optimale Bauweise bestimmt immer noch ich, was das ist, ja? Du hast deine optimale Bauweise, hast du mir schon meinen Gang verhunzt. Was denn? Mit deiner optimalen Bauweise. Nein, falsch. Du wolltest mein Haus mit deiner optimalen Bauweise verhunzen. Das muss ich verhindern. Jetzt mobben mich nicht nur Türen, jetzt mobben mich auch noch Kisten, oder was? Alter, es geht ja wohl los. So, und jetzt muss ich hier irgendwie die Decke reinziehen. Hier so. Hier nochmal in den Stein rein. Ich finde es überhaupt eine geile Idee, so eine Lager. Was ist das? Ach so, boah, das sah gerade so aus, als ob hier
als ob hier ein schwebender Block wäre. Ja, Das sieht grundsätzlich ja mal gibt's echt. das ja. Das sieht ja mal echt krass aus. Ja, Ich habe keinen das. Platz mehr im Inventar und deswegen schwebt hier ein Dirtblock auf der Leiter. Und wenn man ganz nah rangeht, ist der in Originalgröße und dann sieht das so aus, als ob du hier wirklich schwebende, sich dauerhaft drehende Blöcke in der Welt Genau hättest. deswegen hier, genau deswegen wollte ich das Stück für Stück machen, weil so habe ich halt das Problem, dass ich jetzt wieder aufschütten muss. Ja, Mensch, schau mal, dann Ich. kannst du alles auf einmal aufschütten. Gehst einfach nach oben, nimmst ein bisschen Erde mit. Ja, ich mache halt währenddessen andere Dinge. Jetzt haben wir Ja, das übrigens. kann ich dann eben halt machen, das Aufschütten. Ich bin doch hier eh gerade dabei, dein blödes Haus fertig zu bauen. Fertig zu bauen, das wird noch lange nicht fertig. Da brauchen wir 200 Folgen für. Weil ich alles eigentlich. Ich möchte eigentlich alles perfekt machen. Du weißt, ich bin so ein kleiner Perfektionist. Und. Kein kleiner Perfektionist. Doch. Ein großer Perfektionist. Ja, wie du meinst, ist mir auch wurscht. Zu meinem Leidwesen. Sonst gehe ich alleine in der Höhle. Ja, gut, wir können. Dingens. Habe ich eine Axt dabei? Nein, habe ich natürlich nicht. Lass uns die Folge bauen und dann gehen wir in der nächsten Folge in die Höhle. Aber ich möchte einfach an meinem Haus mal weiterkommen. Passt doch immer so ein bisschen bauen, bisschen Höhle gehen. Bisschen bauen, ein bisschen Spannung. Aber so zwischendrin muss immer ein Das ist, bisschen nur das bauen. ist, du musst dir mal die letzten Folgen anschauen. Also jetzt mal die vorletzte Aufnahmesession und die vorvorletzte und die vorvorvorletzte Aufnahmesession bestanden nur aus ein bisschen Bauen, nicht aus ein bisschen Höhle gehen. Dafür waren wir dann zwischendurch im Nether, was ja auch ziemlich spannend war. Dann waren Nicht wir. zwischendurch, ich meinte nicht die letzte. Und die Folge ist vorbei. Ah, die Also Folge komme ich ist. Ach, nächste du mit Folge. deinen blöden 10-Minuten-Folgen. Du gehst mir damit zu, mir das auf die Nerven. Ich muss mal hier Wer will ausleuchten. bitte schon 20 Minuten am Stück eine Folge schauen? Also nur ich, wenn ich eine Let's Play schaue, dann schaue ich das nie, also dann schaue ich keine 20 Minuten am Stück. Wenn das 20 Minuten sind, dann springe ich meistens. Also ich habe manchmal Also, habe ich deine. schon ganz gern Folgen gesehen, die länger sind. Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.